bisschen groß. Also das war anders geplant, aber okay, jetzt stehe ich hier. Gestern dachte ich noch, ja, viel peinlicher kann es nicht werden. Dann bin ich bei Penny ins Zeitschriftenregal gefallen, dachte mir, gut, naja, jetzt bin ich als Erste dran, jetzt weiß ich nicht mehr so recht, was ich darüber denken soll. Mareike, 20 Jahre, ich studiere DMP und wie passt im dritten Semester. Und mein Text heißt Wetterbericht und der geht so. Ich sitze hier und weiß nicht weiter, meine Gedanken springen hoch von Leiter zu Leiter hoch in den Himmel. Verliere den Boden unter den Füßen und verliere mich in dem Gewimmel der Stimmen in meinem Kopf. Du bist doch nicht ganz normal. Das stimmt, ich bin nicht ganz normal, denn wer will schon normal sein, was ist schon normal? Jeder will außergewöhnlich sein und sich von der Masse abheben. Weniger Mainstream und mehr Individualität. Und dann ist doch wieder jeder so individuell, dass doch wieder irgendwie jeder so ist wie jeder andere. Ich weiß nicht, wer ich sein will. Ständig wurde ich gefragt, was ich einmal werden will und was ich erreichen will und was ich mit meiner Zukunft vorhabe. Man hat mir geraten, sei du selbst. Aber niemand verstand, dass das schwer ist, wenn man gar nicht weiß, wer man eigentlich ist. Früher wollte ich Tierärztin werden, Autorin oder Tänzerin. Und jetzt möchte ich einfach nur glücklich sein. Aber glücklich sein passt in keine Norm, also entscheiden andere, wer du bist und was dich glücklich machen soll. Du musst ins System passen, jung, gebildet, ein guter Schulabschluss, gut aussehend und gesund. Aber wer entscheidet, was gut ist? Ich möchte selbst entscheiden, was gut für mich ist und nicht in ein System gequetscht werden, in dem ich keine Luft bekomme, vor dem ich Angst habe. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich nicht in das System passe, dass ich den Ansprüchen nicht gerecht werde und darin verliere ich mich. Wie soll ich etwas sein, was ich nicht bin, wenn ich selber nicht weiß, wer ich sein will? Ich bin jung, vielleicht gebildet. Guter Schulabschluss? Schon. Gut aussehend? Naja, an manchen Tagen. Gesund? Nein. Nein, ich bin ganz und gar nicht gesund, körperlich vielleicht, aber doch nicht im Kopf. Ich habe Depression. Weil ich versucht habe, jemand zu sein, der ich nicht war, weil ich den Menschen geglaubt habe, die mir gesagt haben, du bist eine fette Kuh, weil ich den Menschen geglaubt habe, die mir gesagt haben, du wirkst so erwachsen. Ich habe den Menschen geglaubt und ich bin dadurch zu dem Menschen geworden, den jeder in mir sah. Ohne zu bemerken, dass ich dadurch immer mehr von dem verlor, wer ich wirklich war und wer ich sein wollte. Ich fiel in Löcher und meine Löcher waren tiefe Schluchten. Ich versuchte innerlich leer zu sein und nichts mehr zu fühlen, keinen Schmerz, um jedem gerecht zu werden. Aber niemand sagte mir, dass das viel schmerzhafter ist. Die Leere, die Stille, die Angst, sich zu verlieren. Und ich verlor mich und das machte mir noch viel mehr Angst. Ach, denk doch mal positiv. Ah, das geht vorbei, das hatte ich auch schon. Du hast doch alles. Ja, ich habe alles. Und ich habe Depressionen wie 5% der Deutschen, wie circa 14 von euch. Nur weil ich alles habe, heißt das nicht, dass ich glücklich bin. Geh doch mal raus, unternimm was mit Freunden. Ja, ich gehe raus, ich nehme mir was vor. Zumindest nehme ich es mir vor. Weil ich weiß, dass ich muss, weil ich ins System passen muss, weil ich versuche zu sein, was andere in mir sehen. Aber was ist schon normal? Ist es normal, nicht sein zu dürfen, wer man gerne wäre? An den Anforderungen des Lebens zu zerbrechen, die Welt ist ein Schlachtfeld und ich bin mittendrin. Ich habe keine Angst, den Kampf zu verlieren. Ich habe Angst, weiter zu kämpfen. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe Angst vor dem Leben. Ich habe Angst, Angst zu haben. Das Bett nicht verlassen zu können, weil meine Beine mich nicht lassen. Wieder mit dem Küchenboden zu kuscheln, weil meine Füße mich nicht mehr tragen können. Depressionen basieren nicht einfach nur auf schlechten Momenten. Depressiv ist nicht einfach nur traurig sein. Depressionen sind einfach. Wie das Wetter. Und ich habe Gewitter. Dabei wäre ich gerne einfach glücklich, dabei hätte ich gerne einfach Sonnenschein. Aber auch Gewitter kommen und gehen und so hoffe ich, dass je nach jedem Gewitter wieder ein paar Sonnenstrahlen durch meine Wolken fallen. Dankeschön.
Vielen Dank, Mareike.